Ja, und ein herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin euer Carlo LP. Ihr habt es euch gewünscht in einem meiner Livestreams. Carlo, Stürmer, Gothic 3, das wäre doch mal ein richtig fetter Klassiker. Ich erfülle euch heute diesen Wunsch. Das Spiel gibt es aktuell bei Steam für 9,99, also ich hatte eh noch 10 Euro Steam-Guthaben, deswegen habe ich es mir einfach mal gegönnt. So, wir haben die Einstellungen, werden wir mal hochnehmen, so. Bleibt das jetzt auch so? Ja. Denn Audio. Wir machen mal den Untertitel an. Lautstärke mal ein bisschen. Untertitel haben wir an, Details sind hoch, Schwierigkeitsgrad einfach, ja, lassen wir so, die Bums. So, und wir beginnen mit dem neuen Abenteuer bei Gothic 3, uns so erwartet.
Und schon beginnt das Abenteuer. Am unteren Bildschirmrand befindet sich die Schnellleiste. Durch Drücken der entsprechenden Nummerntasten wird der jeweilige Gegenstand benutzt oder die Waffe gezogen. Drücke jetzt die Taste 1, um das Schwert zu ziehen. Okay. Gut gemacht. Gut gemacht. Um einen Gegner anzugreifen, bewege dich in die Nähe, bis so sein Name angezeigt wird. Durch das Klicken der Maustaste kannst du Schläge ausführen. Um zu parieren, halte die rechte Maustaste gedrückt. Im Kampf kannst du während einer Attacke auch die Bewegungstasten verwenden, um den Gegner links oder rechts anzugreifen. Okay, dann haben wir schon mal den ersten Ork getötet. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Da ist noch ein Ork. Zack. Das war's mit dir. Die Orks wurden besiegt. Du kannst nun die Waffe durch Drücken der Leertaste wieder wegstecken. Gehe nun zu deinen Freunden und spreche mit jedem von ihnen. Nähere dich ihnen, bis der Name angezeigt wird und bin die linke Taste. Sprich mit Diego, Korn und Mitteln. Okay. Jetzt gehört hier alles uns. Was hast du getan? Die Orks hätten uns am Leben gelassen. Jetzt wird Xardas uns noch mehr von ihnen auf den Hals setzen. Du musst nach Redok gehen. Was ist denn Redok? Das Lager der Rebellen. Es ist mitten im Wald. Dort gibt es Wölfe. Mit Wölfen werde ich fertig. Ja, aber die Biester sind verdammt aggressiv. Außerdem wirst du es alleine nicht finden. Ich glaube, dein Kumpel Gorn weiß, wo es ist. Du solltest mal mit ihm reden. Was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Was ist denn mit dir los? Warst du die letzten Wochen nicht hier? Xardas ist der Anführer der Orks. Er hat uns alle verraten. Was weißt du noch über Xardas? Er hat die Runenmagie zerstört, dieser verdammte Hurensohn. Ohne ihre Magie hatten die Paladine und Feuermagier keine Chance mehr gegen die Horden der Orks. Was soll ich den Rebellen sagen? Sag ihrem Anführer, dass er Leute schicken soll. Alleine haben wir keine Chance. Jetzt stecken wir mitten in der Scheiße.
sind wir mal wieder in eine schöne Geschichte geraten. Was ist hier passiert? Die Orks haben ganz offensichtlich den Krieg gegen König Robar gewonnen. Und jetzt fegen die Orks über das Land und versklaven die Menschen. Aber was mich gerade viel mehr interessiert, was ist mit Lester? Wie in alten Zeiten, was? Die Orks hatten nicht viel drauf. Ich schätze, es gibt noch härtere als die. Was ist mit Lester? Wollt ihr nicht Verstärkung holen? Wir sehen uns. Pass auf dich auf. Ich kann mir nicht helfen. Ich mag die Orks nicht. Was ist eigentlich mit Lester? Er wollte doch Verstärkung holen. Meine Runen haben ihre Kraft verloren. Ich denke, den anderen Feuermagiern ist es nicht anders ergangen. Ich werde mich aufmachen und versuchen, die alte, wahre Magie zu erlernen. Wovon redest du? Bevor es Runen gab, konnten nur sehr wenige, sehr mächtige Menschen Magie wirken. Das Wissen darum muss irgendwo zu finden sein. Ich werde es suchen. Ich komme mit. Wir sollten getrennt suchen. Finde du Xardas. Wenn einer was über die Magie weiß, dann er. Wir werden uns wiedersehen. Da bin ich mir sicher. Also, viel Glück. Sehr gut. Als nächstes solltest du mit deinem alten Freund Lester sprechen. Dazu laufe aus dem Dorf und folge dem Weg links, der zur Küste führt. Dort wirst du Lester finden, der weitere Informationen für dich hast. Sprich mit Lester am Strand. Romantisch. Okay, ich soll also diesen Typen am Strand treffen. Bring verlorene Ausdauer zurück. Okay. Naja, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich trotzdem mal die ganzen Gebäude hier angucke. Weil wenn hier fast in jedem Gebäude hier so eine Truhe steht, ist es natürlich sehr nice. Hey, cool, Dietriche. Ganz normales Wasser. Feuerpfeile, okay. Du hast uns den Sieg gebracht. Hier? Turm? Da ein allgemeiner Turm? Wollen wir da mal hochgehen? Oh, da steht eine Truhe, tatsächlich. Hochstahl. Leeres Fläschchen. Kopfnuss. Eine gut gezielte Kopfnuss schickt jeden Gegner zu Boden. Klar. Guckt euch mal diese Aussicht an. Ist die nicht der Hammer? Ja. Mal. Licht. Inos schenkte den Menschen das Licht, damit es in der Dunkelheit Balisars vertreibt. Kampfstab. Schmetterschaden. Holzverlags. Benötigte Stärke. Okay.
Okay, Brot, Münzen, okay. Guter klarer Schnaps. Schnaps ist immer gut. Das kann man immer gut gebrauchen. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Buchstände, Cool. Dazu fehlen mir die Zutaten. Einmal Wasser, Heilpflanze und Pflänzchen. Klar, das ist ja auch nice, schön zu wissen. Cool. Zerstörtes Gebäude, alles klar. Ups. Laufen. Wunderlich, dass ich hier einfach so reingehen kann und alles mir nehmen kann, was ich will. Das ist auch lustig, ne? Naja, gut. Haben wir durchsucht? Waren wir hier schon drinne? Ich weiß es gar nicht. Wir reden später. Das kenne ich schon.
lasst sich nicht unterkriegen. Okay, also das Dorf scheinen wir jetzt durchsucht zu haben. Alle Gegenstände, die aufgenommen werden, landen im Inventar. Es gibt verschiedene Kategorien von Gegenständen, die rechts oben ausgewählt werden können. Gegenstände werden genutzt oder abgelegt, indem man ihn links anklickt. Wenn du den Gegenstand in der Schnellleiste verfügbar haben möchtest, hier den Gegenstand per Drag and Drop in den gewünschten Slot. Okay. Ah, so, Erfahrung. Ich habe Stufe 2, für die nächste brauche ich 3000, okay. Stärke 100, Jagdgeschicht, altes Schmiedekunst, Diebeskunst, okay. Lebensenergie 137 von Dingsbums, okay. Ah. Hier werden alle Attribute und Talente des Helden angezeigt. Wenn der Held eine Stufe aufsteigt, erhältst du Lernpunkte. Die bei einem Trainer eingesetzt werden können. Bereits erlernte Talente werden farbig dargestellt. Für weitere Informationen über die Talente bewege den Mauszeiger über den entsprechenden Talentsymbol. Okay. Der Held macht zusätzlich Nahkampfschaden gegen Orks. Okay. Alles klar. Okay. Sobald der Held einen Zauberspruch erlernt hat, wird dieser jeweilige Symbol in dem Buch farbig dargestellt. Diverse Symbole können dann per Drag und Dings schnell leichter gezogen werden. Um genutzt werden zu können, für nähere Informationen über den Zauberspruch bewege den Mauszeiger über die jeweilige Spruchsymbol. Okay. Hier werden alle Pläne, Rezepte, Briefe, Karten abgelegt. Um Baupläne zu benutzen, brauchst du einen Amboss. Für Kochrezepte brauchst du ein Lagerfeuer oder einen Herd. Und um Alchemie-Rezepte verwenden zu können, wird ein Archimedes-Tisch benötigt. Briefe und Karten können gelesen werden, indem man den Mauszeiger über das jeweilige Symbol bewegt. Manche Briefe können auch Missionen starten, indem man sie anklickt. Alles klar. Oh, die Weltkarte. Okay, wir sind jetzt hier. Oh, das scheint ja noch dann... In diesem Menü werden die Missionen des Helden dargestellt und welchen Ruf er sich durch erfolgreich erledigte Missionen bei den Fraktionen und in den einzelnen Städten erarbeitet hat. Achso. Okay. Klicke um den linke Maustaste, um den Zauber zu sprechen. Um die Treffsicherheit zu erhöhen, halte die linke Maustaste, bis zum Zauber von selbst aktiviert wird. Achso. Der gute alte Feuerball. Okay, das ist auch ein Zauberspruch. Fernheilung. Der Held heilt das anvisierte Ziel vollständig. Ah. Linkschaden 50. Linkschaden 50. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal langsam aus der Stadt.
So, okay. Gut. Aus dem Dorf und dann links, glaube ich, wurde gesagt, ne? Drachenwurzel, okay. Wölfe, glaube ich. Er hat Schiss gehabt, okay. Klar.
Entschuldigung, meine lieben Freunde, dass ich euch jetzt so ein paar Sekunden rumstehen lassen habe. Aber bei mir hat's geklingelt, da musste ich einmal kurz rangehen. Mich die Wölfe jetzt als Rudel nicht angegriffen haben, das weiß ich jetzt auch leider gar nicht. Naja, wir wollen nie erfahren wahrscheinlich. Womit denn? Schlechte Neuigkeiten. Es gibt keine Verstärkung. Habe ich gemerkt. Was ist los? Such mal das Schiff. Du wirst es nicht finden. Was? Piraten. Das Ganze hat nur wenige Augenblicke gedauert. Und was ist mit unserer Ausrüstung? Was glaubst du? Wir werden uns neue besorgen müssen. Sprich mal mit Diego. Er versteht was von Sachen besorgen. Geschafft. Nur noch zurück zu Diego, um die Nachricht von Lester zu überbringen. Und dann kann das Abenteuer losgehen, berichtet Diego. Okay. Gut, wir werden uns hier trotzdem mal einmal umsehen. Wochenhocker, das ist Ruhe. Ein Geschoss aus Eis. Mhm. Klar. Eigentlich, wenn wir ins Bett gehen. Ah, bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann schlafen wir bis zum nächsten Morgen. Klar, so, dann werden wir hier einmal abspeichern, Spiel speichern. Neuer Spielstand. Gespeichert. Zurück. So, sollte euch das Let's Play gefallen haben, dann schickt mir natürlich ein Feedback. Schreibt mir einen Kommentar oder gebt mir einen Daumen nach oben. Ist mir alles sehr recht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Was ist los? Piraten. Die verdammten Mistkerle sind mit unserem Schatz abgehauen. Sieht ganz danach aus. Ich fürchte, darum werden wir uns später kümmern müssen. Wir haben nämlich ein Problem. Was für ein Problem? Rede mal mit dem Dorfältesten. Ich habe mit dem Dorfältesten geredet. Was schlägst du vor? Als erstes müssen wir uns ein Bild davon machen, was die Orks angerichtet haben. Und einer von uns muss rausfinden, wo Xardas steckt. Der Dämonenbeschwörer hat die Macht Belias in sich aufgenommen. Und er ist der Herr der Orks. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Ansonsten schreibt einen Kommentar in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!